Log, meine Lieben, heute Morgen am Teich bei der ersten Fütterung. Wie man vielleicht sehen kann, die kleinen Biesterchen, weil es klein, mittlerweile schon größer, sind alle schön am Fressen. Sie sind sehr interessiert auch am Futter, also den Fischen geht es sehr, sehr gut. Nach dem letzten Abstrich vom Tierarzt sind auch keine Bakterienprobleme da, es sind keine Parasiten mehr da. Es ist soweit alles in Ordnung. Ja, wenn ihr mal schaut, da hinten habe ich meine beiden japanischen Ahorne. Die wachsen dieses Jahr auch sehr, sehr gut. Der eine, weil ich einen Pott drin hatte, der scheint es nicht überlebt zu haben. Naja, müssen wir abwarten. Wie ihr sehen könnt, ich habe da unten ein Komoren Ryu, der hat das typische Sinkerproblem, also Schwimmblasenkrankheit. Ist auch nicht heilbar. Der Tierarzt war schon, hat sich es angeguckt, also machen kann er da nichts. Naja, warten wir es mal ab. Der ist sehr gut gewachsen, der kleine Karashigoi. Der war letztes Jahr knappe 15 cm. Was wir jetzt haben, also ist jetzt nur geschätzt, aber gute 34, 35 cm da bestimmt. Also der ist sehr, sehr gut gewachsen. Hier ist der letzte, von letztes Jahr der letzte Zugang, der Showa. Wirkt jetzt zur Zeit noch ein bisschen dunkel, weil er sehr viel Schwarz ausbildet. Aber schauen wir mal und warten es mal etwas ab. Auf jeden Fall ein schöner Fisch trotzdem. Jo. Wie vorangegangene Blöcke gesagt, habe ich auch ein kleines Leck im Teich. Ich habe es auch gefunden. Es ist nicht im Teich. Es ist im Filter. Da muss ich die Folie neu einschweißen und verkleben, den Rest, die Ecken. Irgendwo in den Ecken ist ein Loch und da läuft es durch. Ich habe mich nämlich gewundert, warum in der Pumpenkammer so viel Wasser ab und zu drin steht. Ja, jetzt weiß ich auch warum. Tjo, was gibt es noch so Schönes am Teich zu sagen? Eigentlich nicht allzu viel. Bin jetzt noch halt viel auf Arbeit, mache jetzt immer nach und nach immer was. Jetzt kommt demnächst hier die Terrasse hier entlang bis ran zum Gartenhaus. Und danach schauen wir weiter. Ja, dir geht's gut, Katze, wa? Ja, meine Lieben, so viel erstmal dazu. Nur ein kleines Update vom Teich und von den Fischen. Ich wünsche euch bis jetzt auf jeden Fall noch, dann noch eine schöne Woche und man hört und sieht sich. Ich danke euch. Tschüssi.